Was bringt mir dieser ganze Raum? Nur den Hammer. Okay. Ja, okay. Ja, wir gucken einfach weiter, ne? Bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist gerade echt ein bisschen merkwürdig, dass hier jetzt hier kein Gegner rumlungert. Also nicht einer. Das hier kommen mit Sicherheit noch welche. Da gehe ich ganz stark von aus. Na? Ist dicht. Und hier in die Mitte? Oh, hier kann ich das Herz einsammeln in dieser Welt. Sieht fast so aus. Ja. Das Juwelenherz gefunden. Ja, warum wir das brauchen, keine Ahnung, ne? Aber wird schon irgendwie seinen Grund haben. Die hatten wir gerade probiert noch, ne? Das war, glaube ich, die letzte, ja. Okay, dann will ich jetzt eigentlich nur wissen. Ach, guck mal, hier ist nicht mehr eine Tür. Okay. Die Treppe könnten wir hoch, aber erst will ich mich hier unten natürlich komplett umgucken. Oh, da geht's rein. Das müsste die Küche sein, ne? Ist das die Küche? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hängen hier komische Sachen. Das war irgendeine Art Dolch und ich konnte das wieder nicht erkennen, weil ihr habt es ja gehört, ne? Immer wenn es brrrr macht, dann passiert irgendwas nicht richtig. Ein antiker verzierter Dolch. Kann ich mir den mal angucken? Sieht aus wie eine Zierwaffe, aber die Klinge ist sehr scharf. Ja, es ist auch keine Zierwaffe. Was ist mit dem Herz? Wenn ich es schüttle, höre ich da drin etwas klappern. Ah, in den Schraubstock. Das Herz muss in den Schraubstock, alles klar. So, da könnte ich jetzt auch lang. Dann komme ich hier ganz raus. Will ich das? Ich probiere es, aber ich glaube, es geht eh nicht. Gut. Weil dann hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt, wenn es jetzt auch noch weitergeht. Gut. Weil ich möchte eigentlich nur diesen Bereich hier erkunden, dann noch vielleicht oben lang. Und dann habe ich ja eigentlich schon das Objekt gefunden, was ich suche, nämlich diesen. Dieses Herz, was ich in den Schraubstock dann einspannen werde. Oh, interessant. Ja, und hier haben wir wieder eine Schlucht. Toll. Das heißt, es war es eigentlich schon, ne? Jetzt können wir noch die Treppe hochgehen. Und gucken uns den Bereich oben noch an. Ich höre was. Ich sehe auch was. Hahaha. Ach, es ist so schön. Wenn die Viecher einem nicht unbedingt was anhaben können. So, Jagdgewehr natürlich nachladen. Wir haben immer noch Munition. Sehr gut. Wir kriegen ja auch immer wieder welche. Und, richtig, das Schrotgewehr habe ich jetzt eigentlich das Jagdgewehr oder das Schrotgewehr? Ich bin gerade nicht sicher. Da ist ein schmaler Spalt in der Tür. Ja, vielleicht könnte man da einen Dolch einsetzen. Will ich mich erst weiter umgucken hier, oder? Warte mal. Karte, bitte. Der scheint ja nicht ganz unwichtig zu sein. Ich gehe trotzdem mal reingucken. Es ist ja nur ein Raum im Prinzip. Oh, da liegt was. Schrotgewehr, sehr schön. Gott, das ist wieder so viel. Was war hier jetzt? Ach, da kann ich gar nicht groß rein. Das ist wieder nur irgendwie ein Metallkäfig oder sowas in der Richtung. So, und hier hängt was an der Wand. Okay, das ist tot durch Erstechen. Drei Fotos haben wir jetzt gefunden. Da ist eine Tür. Wieso ist da eine Tür? Da kann gar keine Tür sein. Ach, das ist wieder so ein Badewannenraum oder was? Nee, da bin ich doch hergekommen. Oder? Hä? Ich blick hier nicht mehr durch. Hier bin ich doch hergekommen. Da bin ich reingekommen. Und wieso ist da hinten jetzt nochmal eine Tür? Die ist doch gar nicht eingezeichnet. Was ist denn das für ein Quatsch? Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Würdest du das Hackebeil nehmen? Ich sehe es doch. Dankeschön. Oh, wieder durch ein Loch springen. Nee, will ich erstmal nicht. Weil wenn ich da reinspringe, dann komme ich ja nicht wieder zurück. Das klingt logisch.
Und ich würde auch ganz gerne irgendwann mal einen Speicherpunkt finden, denn wir haben jetzt ja einiges schon erkundet und irgendwann muss ich auch den Part beenden. Es könnte übrigens sein, dass ich gleich noch ein bisschen länger aufnehme. Also gut, für euch macht das keinen Unterschied, aber für mich, weil ich noch ein paar Videos dann habe. Denn am nächsten Wochenende, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir den, was haben wir eigentlich, den 28.? Ach, ich gucke mal kurz auf mein Handy. Ne, den 27. Den 27.8., ein Samstag. Und am nächsten Wochenende besucht mich die Steffi. Und da werde ich dann nicht zum Aufnehmen kommen. Deswegen schadet das nicht, wenn ich ein paar Folgen im Voraus produziere. Hui, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Geil wäre jetzt echt so ein Speichersymbol irgendwo an der Wand. Was sollen diese ganzen Käfige und Apparaturen hier? Da blickt doch keine Sau durch. Dieser Raum ist mal wieder total nutzlos. Oder kann ich dahinter? Nö. Also selbst wenn ich dahinter könnte, wäre es auch nicht gerade sinnvoll. Ja. Danke dafür. Oder sehe ich hier irgendwas eingezeichnet? Nicht wirklich. Ja gut, gucken wir noch weiter. Ich denke mal, dass wir den oberen Bereich hier auf jeden Fall noch schaffen werden, bevor ich den Part beende. Es sei denn, es kommen jetzt 23 Cutscenes, wo ich jetzt mal nicht von ausgehe. Ich sehe es nicht. Bam. Stirb, Schweinehund. So, der ist weg. Feuerwaffe nachladen. Sehr schön. Haben wir hier. Oh, da geht's hier rum. Storage. Storage ist eigentlich immer geil, ne? Gehen wir mal rein. Natürlich zu. Ach Mann. Warum machen sie denn hier so einen Weg, so einen verwinkelten, und man denkt, ach oh, geil, da habe ich was gefunden? Dann ist da nix. So ein Blödsinn. Okay, dann gehen wir da wieder raus. Und dann haben wir noch vier Zimmer, die wir uns jetzt angucken werden. Wir haben also noch drei Zimmer, die wir uns angucken werden. Wir haben also noch zwei Zimmer, die wir uns angucken werden. Ah! Das hier gucken wir uns tatsächlich an. Ein Bett. Ja, ein Rest von einem Bett. Da kann man rein. Hier ist nichts Wichtiges, wie es aussieht. Ich sag nicht ein Spiegel. Nee, würde uns ja eh nichts bringen. Wir kennen ja die andere Seite schon. Ist ja wieder nichts. Ist da was im Klo? Nein. Hier ist auch eine Frage, die ich mich dann ständig stelle, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Oh, ist da irgendwas im Klo? Mal nachgucken. Erstmal reingreifen. So, eine Tür noch, die aber höchstwahrscheinlich auch verschlossen sein wird. Gehe ich eigentlich stark von aus. Ja. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als durchs Loch zu springen, ne? Aber okay, jetzt, ja, wie blöd. Ich dachte, ich gehe einfach, weil hier ist kürzer, aber das habe ich hier natürlich Ladesequenzen. Wir haben hier nicht einen Speicherpunkt gehabt, sehe ich richtig, ne? Und habe ich irgendwo eine Tür noch vergessen? Ne, hier war kein Speicherpunkt. Gut, dann müssen wir jetzt die Treppe hoch und dann durchs Loch springen. Juhu. Und, oder ist hier, nee, dann wäre es ja auf der Karte eingezeichnet gewesen, wenn ich hier irgendwo einen Speicherpunkt übersehen hätte. Aber hier ist nichts. Okay, dann hoch. Und wieder mal durch ein Loch. Wenn wir jetzt hier durch ein Loch, nee, kann ja, ach nee, Quatsch. Wir gehen ja hoch und springen dann hier durch ein Loch im Boden. Dann sind wir ja wieder unten. Also so weit kann das ja dann nicht sein. Wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall muss ich dieses Herz, denke ich, in diesen Schraubstock einspannen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil wenn er schon sagt, er hört da drin was klappern, dann müssen wir das halt aufbrechen. Und das klappt mit dem Schraubstock ganz gut. Ne, da oben lang, genau. Das sieht für mich immer noch aus wie eine Tür da hinten. Ist auch egal. So, dann, ja, springen wir mal runter, ne? Was haben wir da? Ich hoffe, dass da unten das einfach mal ein Speicherpunkt ist. Das wäre mal echt ganz angenehm. Okay, wir sind schon unten. Das ging fix. Wenn jetzt hier ein Spiegel wäre, würde mir auch nichts bringen. Das kennen wir ja schon, ne? Oder? Bin mir nicht. Oh Gott. Da geht's raus.
Dankeschön. Das heißt aber auch, da ich jetzt dieses Medikit gefunden habe, dass ich jetzt endlich mal den Energy Drink trinken könnte. Ich habe 4 Ampullen, das ist voll geil. Also nicht Energy Drink, Gesundheitsdrink. So. Dann habe ich jetzt nämlich immer noch ein Erste-Hilfe-Kit in petto, was cool ist. So. Das war gut. Dann müssen wir jetzt hier durch. Ja, muss ich ja. Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Dann bin ich jetzt in diesem einen komischen Gang drin. Den langen, ja. Den kennen wir ja schon von der anderen Welt. Und dann komme ich da raus. Und dann kann ich da in den Spiegel. Und dann bin ich ja schon gleich beim Schraubstock. Geil. Hervorragend. Das ist aber mal nett. Da haben sie mal mitgedacht. So, jetzt gucke ich mir erstmal den Gang hier zu Ende an. Da ist wieder ein Foto. Ach, dass ich mir wieder nicht angucken durfte. Es ist aber echt ein bisschen so gebrochenes Herzfoto. Aha. Ja, das ist aber, das könnte eventuell dieser komische Typ sein. Vielleicht hat er Lisa das Herz gebrochen. Dieser Typ. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also irgendwie wird sich das Ganze hoffentlich noch ein bisschen erklären lassen, das mit Lisa und so. So. Es macht mich gerade echt sehr stutzig, dass hier überhaupt keine Gegner rumlungern, ne? Oh, ein Zettel. Ein Brief. An einen Geist. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu verstellen, oder? Wir beide wissen, dass dieses Etwas in Cedar Grove nicht du bist. Ist das nicht die Stadt, in der wir in Teil 5 waren? Mit Alex? Den habe ich übrigens letztens irgendwo Axel genannt. Das war natürlich Alex. Du bist an dem Tag gestorben, an dem du versucht hast, unseren Sohn zu töten. Als ich dir heute mein Geschenk brachte und du es zertrümmert hast, bin ich endlich aufgewacht. Ich bin all die Jahre blind gewesen und habe mir vorgemacht, dass du eines Tages wieder in Ordnung sein würdest. Die Helen, die ich geliebt habe, ist tot. Ich versuche mich heute daran zu erinnern, wie es vor vielen Jahren war, als wir geheiratet haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin erschöpft. Ich weiß, dass es Travis alleine gut gehen wird. Ich werde dich wiedersehen, Helen. Ach du Scheiße, dann hat der Vater sich also anscheinend umgebracht und er wollte sich umbringen und hat gehofft, oh, Travis kommt schon alleine klar, was aber natürlich eine richtige, Fehlentscheidung ist. So gesehen ist der Vater dann auch ein Arsch. Der Vater ist ja das Einzige, was der Sohn noch hat. Also, in ewiger Liebe, Richard. Ja, toll. Aber nicht in ewiger Liebe zu deinem Sohn, weil sonst wärst du am Leben geblieben. Das kann ja wohl nicht sein. Da müssen wir dann gleich lang. Ja. Gut, wenn ich da rausgehe, gehen wir mal direkt in die Spiegelwelt. Switchen und dann zum Schraubstock. Und der Part ist eigentlich um. Das sehe ich auch gerade. Ich versuche gleich mal in Zimmer 500 zu kommen, was aber wahrscheinlich nicht gehen wird. Ich probiere es, aber es wird nicht gehen. Weil wir haben ja gar keinen Schlüssel dafür. Und wie sollten wir das schaffen? Hier. Das ist abgeschlossen, ja. Aber ich will in den Spiegelraum und switchen. Ein weiter. Genau. Das Switchen machen wir nochmal eben. Und dann gucken wir uns schon mal, wie wir gleich den Weg finden dann zum Schraubstock. Oder gehen wir noch zum Schraubstock eben hin? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht latschen wir nochmal eben schnell zum Schraubstock hin. Und dann sehe ich ja, ob es richtig ist. Wenn das nämlich nicht richtig ist, meine Annahme, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Aber ich gehe stark davon aus, dass es richtig ist. Wir gehen jetzt mal nach rechts. Übrigens, dieses Thema gerade mit der Hochzeit, ne? Das war ja auch diese Anspielung, die hat denn diese Hochzeitsklamotten in dem einen Motel gefunden? Ha, hat da Alex gut gemacht. Ja. Okay, aber warum da halt nur noch die Klamotten so lagen, so komisch? Das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen. So, ich gehe jetzt zum Schraubstock. Nee, da nicht. Das ist falsch. Hier, da um die Ecke. Da liegt das tote Ding. Genau. Da ist der Schraubstock. Und ich gehe stark davon aus, dass wir hier jetzt das Herz benutzen können. Das will ich nur wissen, ob das funktioniert. Und wenn das klappt, dann machen wir im nächsten Part dann hier weiter. Ja, sehr gut. Gut, ich schlage das Schmuckherz ein. Da drinnen ist irgendwas.
den Ehering gefunden. Ich glaube, im Ring ist etwas eingraviert. Das gucken wir nochmal eben an. Auf dem Ehering sind ein paar Worte eingraviert. Für mich, für meine Juni-Braut in ewiger Liebe, Richard. Juni. Okay, wir wissen schon mal, dass es sich um den Juni handelt. Haben wir schon Anhaltspunkte auf das Jahr und den Tag? Ich bin mir nicht sicher. Da müssten wir vielleicht die Dokumente gleich nochmal durchlesen. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Hinweis darauf, welches Datum wir einstellen müssen. Also im Juni haben sie geheiratet. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch im nächsten Part bestimmt weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.